Guten Tag, ihr Bauern ohne Hof. Es ist mal wieder soweit, es gibt eine neue Folge. Heute von unserem Lager. Und es wird spannend, es gibt viel zu tun, also bleibt dran. Nach dem Intro geht es nämlich los. Bis gleich. Heute ist der Tag der Tage, kurz vor Weihnachten. Unser Apfelsaider kommt heute an. Ich warte ganz gespannt auf einen Anruf vom Fahrer und sollte heute Morgen ankommen. Und dann geht's los. 8,5 Paletten Apfelsaider, insgesamt 8000 Flaschen. Hier ins Lager rein, Radio ist da, damit es nicht langweilig wird. Kartons falten, alles machen, alles tun. Aber als erstes muss ich mal wieder ein bisschen sauber machen, dass man da mit dem Hubwagen und so reinkommt. Und dann hoffe ich, dass er in den nächsten Minuten ankommt, sodass wir anfangen können, Kartons zu packen. So, ich wollte jetzt hier auf der Seite nachher die Paletten haben, auf der Seite die Kartons und hier so ein bisschen Arbeitsbereich, also mache ich mal sauber. So, ein bisschen habe ich ja schon angefangen. Das hier sind die 18er Kisten, also immer 18 Flaschen rein, 3 Flaschen rein für die kleinen Probierpakete und dann die 6er. Und genau, da haben wir hier, das sind so, komm mal näher, das sind so Teiler, wo dann immer 3 Flaschen reinkommen. Bei den 18 Flaschen müssen dann da quasi 6 Stück nebeneinander. Bei den 6er Flaschen 2 Stück nebeneinander, sodass die versandsicher ankommen. DHL zertifizierte Verpackung. Und das ist der letzte Stapel. Das muss alles noch gefalten werden. Ja, also der Fahrer hat gerade angerufen. Müsste in den nächsten paar Minuten da sein. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert wie gedacht, aber ich war ja beschäftigt mit Kartons falten. Von daher ist es nicht so schlimm. So, 3er, 18er, 6er. Alles da. Das alles muss noch gefalten werden. Ich habe mich natürlich auch gleich geschnitten. Aber was nicht tötet, härtet ab, oder? Und in diesem Sinne warten wir jetzt auf den Fahrer. Und wenn es da ist, hole ich euch zurück. Bis gleich. Angekommen, alles da. Hier, so schaut's aus. Halbe Palette, ganze Palette, noch 5 Paletten hier drinnen. Jetzt ist allerdings kein Platz mehr. Alles voll, tatsächlich. Das heißt, die guten Stücke müssen mit Manneskraft hier reingebracht werden.
Nicht lang schnacken, anfangen zu arbeiten. Ja, ihr Bauern und Hof, es ist geschafft. Draußen ist leer, hier drinnen ist voll bis unter die Decke. Ich mache jetzt erstmal Mittagspause und dann geht es weiter mit Teil 2, wie dieser schöne Cider in Versandverpackungen kommt. Wenn ihr es also mitkriegen wollt, Like da lasse, Glocke drücken, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald, euer Dietmar, der Bauer und Hof. Ciao, danke, dass ihr mit dabei wart und so toll unterstützt. Bis bald.